Casting. Das ist der gelbe Behälter, den wir suchen? Willst du mich verarschen? Da müsste irgendwo noch ein kleinerer sein. Ja, das will ich hoffen. Hier ist sonst nichts. Na schön, nehmen wir eben den ganzen Scheiß-Tank mit. Der sollte wohl reichen. Sollte er wohl. Und wie kriegen wir den da weg? Schieben? Mit dem Zug? Wie kriegen wir denn den Tank? Okay, gucken wir mal oben. Ich gebe hier einen Knopf. Ah ja. Hey Charles, das ist doch scheiße, oder? Sobald der Schierling nicht mehr mit Dünger besprüht wird, wird er aufwachen. Und er wird alles hier zerquetschen, einschließlich uns. Müssen wir den irgendwie... Was müssen wir tun? Telekinese. Verwende F, um die Plattform zu wählen. Plattformen, auf denen du stehst, können nicht bewegt werden. Ah, okay. Ja, was habe ich davon? Achso, dann kommen wir da rüber. Können die drehen. Oha, okay. Lass mal überlegen. Wir müssen da irgendwie hoch. Hier geht es nicht wirklich um Zeitdruck. Okay, mal sehen. Pestizidanzeige gesunken. Jetzt bei 8%. Ach, Scheiße. Da müssen wir rüber. Hallo. Warum kann ich sie hier nicht bewegen? Ich musste aber irgendwie rüber. Geht denn das nicht? Ist der Stock im Weg hier? Er soll ja hier hin, hier hin. Oh Gott, ey. Okay, so kommen wir auf jeden Fall darüber. Ja, doch, das klappt. Nein, es klappt nicht. Warum klappt das nicht? Fuck, ey. Kommt man hier irgendwo hoch? Können wir ja den ganzen Scheißweg nochmal machen.
Eingehängte elektromagnetische Plattform, Bedientafeln auf Schritt und Tritt. Was für ein System. Welcher Vollidiot hat sich das denn ausgedacht? Ja, das ist genau mein... Das habe ich mir auch gedacht, du. Welcher Vollidiot. Doch, scheiße, ey. Ich kann nicht so weit springen, wie ich will. So. Alles klar, so. Zack. Ich glaube, ich muss, Ach, das geht jetzt. Ah, von da hinten ging das aber nicht. Ah, muss dieses Ding weg, aber das... Das kann ich nicht wegräumen. Ach, da komme ich darüber. Komme ich... ja, klar, so geht's natürlich auch. Ich Vollidiot. Okay, alles klar. Dann geht's natürlich hierher, ne? Mhm. Alles klar. Los, beeilen! Schöne Scheiße, ich versuch's ja! So, und jetzt, jetzt... Jetzt wahrscheinlich wieder hoch, ne? Wenn ich jetzt kurz vorm Ziel sterbe, dann kotze ich. So, lass mal gucken. Das war das Falsche, wenn ich... Welches denn hierfür? Das da, okay. Das darf doch jetzt nicht... Oh, nee. Okay, das könnte funktionieren, okay. Das war immer so ungenau mit dem Sprung hier. In der Luft, ja, ja, alles klar. So, jetzt aber. Pestizidanzeige gesucht. Jetzt bei 4%. Die Situation ist kritisch. Wo ist der Typ an der Pumpe? Ist der abgehauen oder was? Nein, zurück! Oh. Nein! Von mir aus, du zuerst. Was zur Hölle dauert denn so lange?
Erstick an deinen Pestiziden, Drecksding. Das war's. Rauchpause. Hast du den Behälter? PA-400 ist aus. Wenn uns nicht was einfällt, sind wir tot. Ganz ruhig, Kumpel. Da, hier ist dein Behälter. Hast du eine Ahnung, was ich alles tun musste, um den herzuschaffen? Scheiße, nicht so. Das bringt ihn nicht um. Du solltest ihn hochjagen. Verdammt, was tun wir jetzt? Er ist wach. Das Polymer anzünden. Deine Kippe. Damit kann man das Polymer anzünden? Dieses? Ja. Stirb, Drecksding! Heilige Scheiße, er dreht durch! Er ist wütend! Wir müssen weg, Baumbart! Der hat Augen! Ach, verdammt! Oh, verdammt! Mein Bein! Alles gut, Kumpel? Ja, geschafft! Scheiße, Sprossen! Steh schon auf! Mein Bein steckt fest! Schieß endlich! Es sind zu viele! Beeil dich! Ich versuch's ja! Erwischen Sie uns fast! Kannst du nicht besser zielen? Sie sind fast da! Steh auf! Steh auf! Ich versuch's ja! Ich versuch's! Scheiße! Nein! Nein! Hilf mir! Mach es weg! Da! Da! Oh nein! Bleib durch, Kumpel! Ich komme! Oh, Kacke! Der beschissene Behälter. Wenigstens etwas. Explodiert! Du merkst aber auch alles. Schöne Zeit! Doch runter von mir! Der Arme. Meine Fresse, war das abgefahren. Habt ihr in diesen Laboren wirklich nichts Besseres zu tun, als riesige Killerpflanzen zu züchten? Der Weg zu wissenschaftlichen Höhenflügen steckt voller Fallstricke. Fehler lassen sich nur vermeiden, indem man nichts tut. Mhm. Genau wie bei mir und Petrov. Du kannst Fähigkeiten zurücksetzen, wenn ja, okay. Ich gehe erstmal speichern. Jetzt nicht sie raus hier. Mann, die Zauberflöte auf Russisch, das ist ja der Wahnsinn, ey. Von euch hier. Großer Mutant. Los, zeig's mir. Großer Mutant. Ach, das Viech. Oh, fuck. Ey, scheiß Viecher hier, ey. Ah, nicht so gut. Oh, weil die auch noch... Oh, fuck, ey. Das ist scheiße. Ich brauch mehr Munde. Ich brauch mehr Munde. Munde.
Wie soll man das denn schaffen hier? Alter, ihr spinnt doch! Ein bisschen mehr Munde wäre schön. Schuss, nice. Jetzt nicht sie raus hier, ey, diese Viecher. Diese Flatterviecher, die gehen mir mal so richtig auf den Sack. Mal gesammelt hier. Die Musik ist so anstrengend. Oh, der hat aber ordentlich dabei, ne? Alter, du fettes Stück. Monsterscheiße. Geht's noch weiter, ey. Ich will einfach nur wieder hier weg. Könnt mich mal. Hier geht's raus und ich bin weg. Erstmal ins Safe Room. Stille! Sehr schön. So. Nora, ich brauche. Gefällt dir unser Busch, du heißes Gerät? Der ist hinreißend. Wovon zum Teufel faselst du da? Welchen Busch meinst du? Den, von dem du den Polymerkanister hast, schöner Mann. Du meinst diesen zugewucherten Schierling? Was ist daran so toll? Ich mag, wie er die Leute mit seinen Ranken erwürgt. Die platzen wie Luftpolsterfolie. Total süß. Sag noch einmal was Krankes über das Töten von Leuten, dann gibt es eine Abreibung. Aber nicht für mich, Großer. Wer verschafft dir denn sonst Vergnügen? Dann reiß ich eben dein Sprachmodul raus, damit du Ruhe gibst. Das reparieren die Bachelors. Aber ich mag es, wenn du so redest. Schimpf mich aus. Sei streng mit mir. Halt die Fresse. Okay, ich will jetzt einfach nur diesen, Oh, jetzt wird's ja... Oh. Ich will einfach nur hier raus. Ich muss hier raus. Charles, die haben aber jetzt nicht ständig so mit der Birke rumgespielt, oder? Nein, absolut nicht. Die Birke ist zuallererst ein Symbol. Obwohl sie durchaus eine sorgfältige Pflege benötigt. Alle zwei Tage. Das heißt, man muss jeden zweiten Tag rumlaufen und 4 Kanister einsammeln? Das ist ja furchtbar.
So, ich hoffe, wir kommen jetzt zurück. Ah, da ist sie ja. Zack. Gut, die Birke tat auf. Optimale Temperatur wiederhergestellt. Ich hasse Parasiten, ob menschlich oder nicht. Wenigstens kann der Baum jetzt entspannen. Die Schädlinge wurden vernichtet und die Birke ist wieder in normalem Zustand. Hurra! Das Tor ist offen. Wir haben es geschafft, Genosse Major. Immer mit der Ruhe. Ich war das. Ich habe für moralische Unterstützung gesorgt. Ja, wie auch immer. Ein bisschen geholfen hast du schon. Wie fühlst du dich? Diese Frage trifft auf mich zwar nicht ganz zu, aber trotzdem vielen Dank. Mir geht es gut. Können wir jetzt gehen? Ich drück ja schon. Ja klar, ich habe vorher nicht hier Wurzeln zu schlagen. Ja klar, ich habe nicht vor, hier Wurzeln zu schlagen. Nichts hier weg hier. Charles, wie ist Sheridan Sacharow gestorben? Unter ungeklärten Umständen. Dr. Sechenov ist der Einzige, der die Einzelheiten kennt. Ungeklärte Umstände? Und Dr. Sechenov hat keinem erzählt, was passiert ist. Doch. Angeblich ist Professor Sacharow ausgerutscht und in ein Becken gefährlicher experimenteller Neuropolymere gefallen. Oh, scheiße. Armer Kerl. Was ist denn daran so ungeklärt? Manchen Leuten kommen gewisse Aspekte der Geschichte merkwürdig vor. Zum Beispiel? Aufgrund einer bizarren Verkettung von Umständen konnte kein Bildmaterial des Vorfalls sichergestellt werden, obwohl in den Laboren ständig alles dokumentiert wird. Naja, kann mal passieren, oder? Kameras gehen kaputt oder Daten werden nicht aufgezeichnet. Durchaus möglich. Eine weitere Besonderheit besteht darin, dass das fragliche Polymer überhaupt nicht gefährlich ist. Daran stirbt man nicht. Du selbst schwimmst gern darin. Oh, na schön. Aber vielleicht handelte es sich bei dem Polymer um eine einzigartige experimentelle Probe oder sowas. Eine gefährliche Variante. Auch das ist durchaus möglich. Aber hätte Professor Sacharow nicht gewusst, dass die Probe, mit der er arbeitete, gefährlich war? Er hat sie schließlich eigenhändig erschaffen. Zusammen mit Dr. Sechenov. Das ist doch nicht zu fassen. Mysteriös, mysteriös. Sind wir bald da hier? Was war das? Hallo? Oh. Ich drücke mal E. Ah, endlich. Wir müssen zur Station Lesneuer und den Zug nach Solnitschneuer nehmen. Von da aus geht es zu Fuß weiter. Und wo können wir diese Station finden? Sie ist auf der anderen Seite des Dorfs. Dann lass uns gehen. So, ich glaube, ja, es spielt nicht die ganze Zeit im Bunker. Sondern wir sind jetzt wieder draußen in der offenen Welt. Ihr glaubt's ja nicht. Können wir was lesen? Regeln für die Wendung des Notausgangs aus dem Wavilov-Komplex. Dieser Ausgang dient nur eins dem Verlassen des Komplexes im Notfall, dem Betreten oder Verlassen des Komplexes durch Schüler und Mitarbeiter, die im Försterdorf wohnen, dem Betreten und Verlassen des Komplexes durch die Bedienstete. Wichtig, da dieser Eingang sich in der Nähe des Haupteingangs zum Wavilov-Komplex befindet, verwenden einige Mitarbeiter ihn, um sich vorzudrängeln und schneller zur Arbeit zu gelangen. In ihr Eifer in Ehren, doch alle Mitarbeiter müssen sich zu Beginn ihrer Schicht einstempeln. Jeder, auf den keiner der oben genannten Punkte 1, 2 oder 3 zutrifft und der dennoch nicht den Haupteingang nutzt, erhält eine offizielle Abmahnung. Du bist Mitarbeiter. Bitte beim ersten Einstempeln diese Nachricht lesen. Du bist Mitarbeiter des Wavilov-Komplexes, des Brotkorps der Sowjetunion und der gesamten Welt. Unter Genosse Wavilov zu arbeiten ist eine der wichtigsten Pflichten, nicht nur für deine Landsleute, sondern für die gesamte Menschheit. Achte auf dein Äußeres, deine Manieren und deinen Umgang mit deinen Kollegen. Dulde kein sorgloses, unordentliches oder parasitisches Verhalten. Halte deinen Arbeitsplatz sauber. Sprich nicht mit Außenstehenden über deine Arbeit. Plötzliches Wachstum. Lösch diese Nachricht, sobald du sie gelesen hast, Gregory.
In meinem Garten wächst plötzlich eine eklige Pflanze. Sie ist buchstäblich über Nacht aus dem Boden geschossen. Sie sieht aus wie, ich weiß es nicht, wie eine böse Aubergine oder so. Sie stößt Zischlaute aus, frisst meine Erdbeeren und verhält sich ganz allgemein wie ein ungezogenes Kind. Ich verstehe nicht viel von Pflanzen, deswegen mache ich mir etwas Sorgen. Mit Kühen kenne ich mich besser aus. Könntest du vielleicht rausfinden, ob die ein Pestizid oder so schicken können, dass ich dem Ding in sein hässliches Brokkoli-Gesicht spritzen kann? Ich muss die Pflanze vernichten oder ohne meine Lilien zu schaden. Ist das vielleicht irgendein giftiges Unkraut wie Schierling, nur schlimmer? Okay, haben wir hier noch was? Oha, ja. Loot, Loot, Loot. Alter, was ist denn hier los? Da unter mir gibt es da noch was. Warte mal. Achso, das sind die Automaten. Hier gibt es noch was zu lesen. Am nächsten Montag, den 13. Juni 55, erfolgt der triumphale Start von Kollektiv 2.0. Aufgrund der Dienstpläne der im Dorf lebenden Mitarbeiter kann jedoch nicht jeder zum WDNCH gehen. Feiert also bitte, wo ihr gerade seid. Hier ist der Zeitplan. 13 Uhr, Ende des Arbeitstags. 13 bis 14 Uhr Mittagessen. 14 Uhr Versammlung im Auditorium am Marktplatz im Foyer. 15 Uhr Reden mit leitendem Führungspersonal. Feier, Übertragung der Rede der Anlageleiter. 16.30 Uhr Start von Kollektiv 2.0. 18 Uhr Abendessen, Cafeteria, Foyer. Für Studenten, 14. April 55. Von Leiter ist, bitte sprecht mit dem neuen Studenten, die im Dorf wohnen werden, und organisiert außerdem folgende Aktivitäten. Vorführung eines Films über die Geschichte des Komplexes und Anlage. Nicht über die Geschichte des Dorfes sprechen. Warum nicht? Sicherheitsseminar. Drittens, Spezialisten ihren Unterkünften zu weisen. Clubpräsident P. Savalieva hat die Leitung. Ole. Ich habe gerade eine sehr merkwürdige Nachricht bekommen, Paulina. Erinnerst du dich an den Bullen, den Arkadi mit polymerbasiertem Futter aufgezogen hat? Du weißt schon, er hat ihn Herkules genannt und das Tier war groß wie ein Haus. Es wurde sogar in der Zeitung über ihn berichtet. Jedenfalls sind wohl Fotos des Bullen irgendwie ins Ausland gelangt oder so. Bei, halt dich fest, spanischen Rinderzüchtern. Ja, kein Witz, bei spanischen Rinderzüchtern. Lange Rede, kurzer Sinn. Sie wollen einige unserer Rinderriesen für ihre Corrida bestellen oder wie man das auch nennt. Du weißt schon, für die Stierkämpfe. Internationale Freundschaft und so. Ich wusste nicht, an wen ich mich deswegen wenden soll oder was ich überhaupt davon halten soll. Aber vielleicht interessiert es die Chefs ja. Okay. Kann ich da... Hier ist die Hölle los, hä? Scheiße. Chelas. Was machen die hier? Sie reparieren defekte Roboter. Je mehr Chelas da sind, desto schneller wird die Reparatur ausgeführt. Die sind gerade nicht gefährlich. Geh weiter und beachte sie nicht. Nein, ich warte lieber. Einer von ihnen hat eine Kamera. Es wäre gut, wenn er mich nicht sieht. Das Habicht-Relais und der Windfänger-WTG. Der Habicht ist der regionale Uplink des Ökosystems. Er hält sich mit Hilfe eines Windgenerators in der Luft. Aha. Ein Habicht kann über ein Terminal gesteuert werden. Wenn Löwenzahn-Überwachungskameras feindliche Aktivität aufzeigen, wird Alarmstufe 2 an die nächste Roboterfabrik geschickt, um Verstärkung anzufordern. Also diese Windturbine... Oh Gott, ist das kompliziert. Okay, pass auf, Hier sind überall Kameras. Wohin übertragen sie, was sie aufnehmen? Informationen der Sicherheitskameras werden zum fliegenden Roboter-Kontrollknoten Habicht geschickt. Aha. Und was macht er, wenn er mich in einer Aufnahme entdeckt? Bei einer Entdeckung wird Alarm der Stufe 1 gegeben. Und alle Roboter in der Nähe kommen zu deinem aktuellen Standort. Sieht eine Kamera einen Angriff auf einen Roboter, wird Stufe 2 ausgelöst. Und der Habicht entsendet weitere Kräfte. Ich wollte eigentlich noch speichern. Wie erkenne ich die aktuelle Alarmstufe? Deine Polymernetzhaut ist mit einer Alarmstufenanzeige ausgestattet.
Ich. Ah. Was war die da weg? Das hat ja nicht so gut funktioniert, wie ich dachte, du. Oh! Oh no! Das juckt den gar nicht. Astrologen haben eine Atomherzwoche angekündigt. Die Anzahl der Gegner verdoppelt sich. Was glaubst du so? Wow. Es ist doch nicht wahr, ey. Heilige Scheiße, woher kommen die überhaupt? Ein Hummelroboter transportiert sie aus einer Fabrik in der Nähe. Mich doch mal in Ruhe, ey. Wie kann man da ganz viel gucken in Ruhe? Aber gleich wieder in der Bank hängen, ey. Denn? Alter! Alter, irgendjemand schießt hier! Du hast zu viel Aufmerksamkeit erregt, Major. Was? Das gibt Ärger. Hier ist doch gar nichts. Ich würde nur wissen, wer auf mich schießt hier. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hin muss. Ich will doch nur mal durchatmen hier. Komm, stirb schon, ist okay. Ich brauche einen Save Point. Weil da auch noch eine Kamera war. Ja, komm, mach fertig. So. Wir gucken noch mal in der nächsten Folge in Ruhe. Coole Animation. Und ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Haut rein. Ciao.